Ehren aus Änderung der Gebetsrichtung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner ehrwürdigen Schrift sagt, nicht darin besteht Tugend, dass ihr euer Antlitz nach Osten oder nach Westen kehrt, sondern wahrhaft gerecht ist der, welcher an Allah glaubt und an den jüngsten Tag und an die Engel und das Buch und die Propheten und aus Liebe zu ihm Geld ausgibt für die Angehörigen und für die Weisen oder und Bedürftigen und für den Wanderer und die, die um eine Meldegabe bitten. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Die göttlichen Gaben der Umma des Propheten Muhammad, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen gegenüber, im Monat Schaban sind unüberabzählbar. Und zu den Ereignissen, die wir am Monat Schaban feiern, gehört Änderung der Gebetsrichtung von Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu Al-Haram-Moschee in Mekka. Das zu den bedeutendsten Ereignissen in unserer islamischen Geschichte zählt, als Allah der Erhabene den Wunsch des Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen, verwirklichte und sein Bittgebet erhörte, dass seine Gebetsrichtung die ehrwürdige Kaaba wird. Genauso wie die Gebetsrichtung des Propheten Abrahams, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen, war. Vor der Auswanderung von Mekka nach Medina befleckte der Prophet, sich beim Verrichten des Pflichtgebets an Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu richten. Dies dauerte 16 bzw. 17 Monate nach der Auswanderung nach Medina. Während der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen, sich sehnte, dass es zu ihm geoffenbart wird, sich an die Kaaba anstatt der Al-Aqsa-Moschee beim Verrichten des Pflichtgebets zu richten, indem er in seinem Herzen Allah darum bat und gleichzeitig davon sicher war, dass Allah seinen Wunsch verwirklichen lassen wird. Daraufhin erhörte Allah seines Bittgebets und befohl ihm, sich beim Verrichten des Pflichtgebets an die Kaaba zu richten. Der Erhabene sagt, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. Wir sehen, wie dein Gesicht sich dem Himmel suchend zukehrt, und wir werden dich nun zu einer Qibla wenden, mit der du zufrieden sein wirst. So wende dein Gesicht in Richtung der heiligen Moschee, und wo immer ihr auch seid, wendet eure Gesichter in ihre Richtung. Zweifelsohne zieht jeder, der über Änderung der Gebetsrichtung nachdenkt, aus diesem Ereignis bzw. dieser Verehrung Allahs des Propheten, Allah segne ihn, schenke ihm wohl Ergehen, viele Lehren, wie etwa der großartige Stellenwert des Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen bei Allah. Dies zeigt sich klar in der Aussage Allahs des Erhabenen zum Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen. Wir werden dich nur zu einer Qibla wenden, mit der du zufrieden sein wirst. Aus Freigebigkeit und Gnade, genauso wie Allah seiner Brust aufgetan hat. Der Erhabene sagt, haben wir dir nicht deine Brust aufgetan? Er sagt auch, und die deine Last abgenommen. Allah vergab dem Propheten auch seine Sünden, indem er sagte, wir haben dir einen eindeutigen Sieg gewährt, auf dass Allah dir deine vergangene und künftige Schuld vergebe und auf dass er seine Gnade an dir vollende und dich auf einen geraden Weg leite. Allah sagt auch, und er spricht nicht aus persönlicher Neigung. Er sagt auch, das Herz des Propheten leugnete nicht, was er sah. Im Koran steht auch, euer Gefährte ist weder verwehrt, noch befindet er sich im Unrecht. Allah sagt auch, der Blick des Propheten schweifte nicht ab und er übertrat nicht die gesetzte Grenze. Allah sagt auch, gelehrt hat ihn einer, der über starke Macht verfügt. Er sagte auch, und du verfügst wahrlich über großartige Tugendeigenschaften. Der Prophet, Allah segne ihn, schenke ihm wohl Ergehen, stellt auch ein Vorbild dar. Allah sagt, ihr habt im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild. Zu den Lehren aus Änderung der Gebetsrichtung gehört auch die Verpflichtung dessen, dass die Umma sich an die mittlere mäßige Methode hält, da dieses Ereignis
das Prinzip der Mittelmäßigkeit gründete. Der Erhabene sagt, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Wir haben euch zu einem gemäßigten, rechtschaffenen Volk gemacht, damit ihr Gericht über die früheren Glaubensrichtungen zeugen werdet. Diese Mittelmäßigkeit schließt alle Lebensaspekte ohne Übermaß oder Nachlässigkeit ein, denn sie stellt die Gerechtigkeit und das Gutes tun dar. Daher sollen wir uns an dieses Prinzip halten, wie Allah uns befiehlt. Der Erhabene sagt, und lass deine Hand nicht an deinen Hals gefesselt sein, aber strecke sie auch nicht so weit geöffnet aus, damit du nicht getadelt und zergeschlagen niedersetzen musst. Er sagt auch, es sind diejenigen, die, wenn sie ausgeben, weder verschwenden noch knausern, sondern zwischen beiden Extremen Maß halten. Imam Al-Zai, Allah erbarme sich seiner, sagte, wenn Allah der Majestät etwas befiehlt, versucht der Satan immer, dich davon abzubringen, ob mit Übermaß oder mit Nachlässigkeit. Aus diesem Grund sollen wir uns an das Prinzip der Erleichterung und Toleranz und nicht des Übermaßes oder Nachlässigkeit halten. Und zwar das Sichhalten an die religiösen, wertvollen und moralischen Lehren. Dass die Umma des Propheten Mohammed, Allah segne ihnen, schenke ihm wohl Ergehen, über die anderen Völker zeugen ist, bedeutet großartige Verehrung, aber auch große Verantwortung, auf dass diese Umma diese Verehrung verdienen mag. Abu Sa'id al-Khudri, möge Allah auf ihm Wohlgefallen finden, überlieferte, dass der Gesandte Allahs, Allah segne ihnen, schenke ihm wohl Ergehen, sagte, Noah, bzw. der Prophet Noah, Allah segne ihnen, schenke ihm wohl Ergehen, kommt am Tag der Auferstehung und ihm wird gesagt, hast du deine Botschaft mitgeteilt? Er sagt, ja, o mein Herr. Dann wird seine Umma gefragt, hat er euch die Botschaft mitgeteilt? Sie sagen, zu uns ist kein Warner gekommen. Da wird zu Noach gesagt, wer sind deine Zeugen? Noach sagt, Mohammed und seine Umma. Dann wird die Umma von Mohammed zur Zeugenschaft gerufen. Dann zitierte der Prophet Allah segne ihm, schenke ihm wohl Ergehen. Und so machten wir euch zu einer Gemeinde von redlicher Gesinnung, auf dass ihr Zeugen seid über die Menschen und auf dass der gesandte Zeuge sei über euch. Zu den Lehren aus Änderung der Gebetsrichtung gehört auch, dass die Gläubigen dem Befehl Allahs und dessen Gesandten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen, schnell Folge leisteten, denn dieses Ereignis bildete einen Meilenstein beim Vertrauen der Prophetengefährten. Möge Allah auf ihnen Wohlgefallen finden, dem Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen gegenüber, indem der Erhabene sagt, und wir haben die Qibla, nach der du dich bisher gerichtet hattest, nur gemacht, damit wir denjenigen, der dem Gesandten folgt, von demjenigen unterscheiden, der auf seinen Fersen eine Kehrtwendung macht. Und dies war wahrlich schwer, außer für diejenigen, die Allah recht geleitet hat. So folgten die Prophetengefährten diesem Befehl sofort leistete, beziehungsweise so leisteten die Prophetengefährten diesem Befehl Folge, indem sie sich beim Verrichten des Gebets an die Kaaba anstatt der Al-Aqsa-Moschee richteten. Abdullah ibn Umar, möge Allah auf ihm Wohlgefallen finden, sagte, als die Leute das Morgengebet in Qibla verrichteten, kam jemand zu ihnen und sagte, es wurde auf dem Gesandten Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen, offenbart, dass er sich an die Kaaba beim Verrichten des Gebets richten soll. Zu diesem Zeitpunkt war Al-Aqsa-Moschee ihre Gebetsrichtung, da rundeten sie sich sofort und richteten sie sich an die Kaaba. Zu den Lehren gehören auch die Wichtigkeit und der Stellenwert des Pflichtgebets sowie die weiteste Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen seinen anbetenden Diener gegenüber. Denn der ehrwürdige Koran verbindet das Pflichtgebet mit zwei großartigen Ereignissen der islamischen Geschichte, nämlich
das Wunder von der Nachtreise und dem Aufstieg in die Himmelssphäre sowie Änderung der Gebetsrichtung, die Allah mit Glauben bezeichnete. Der Erhabene sagt, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Und es ist nicht Allah, der euren Glauben verloren gehen lässt. Damit sind die Pflichtgebeten gemeint, die ihr vorher verrichtet hatten. Ibn Abbas, möge Allah auf ihm Wohlgefallen finden, sagte, als der Prophet Allah, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sich beim Verrichten des Gebets an die Kaaba richtete, fragten seine Gefährten, was ist denn der Zustand derjenigen, die gestorben sind, während sie sich an der Al-Aqsa-Moschee richteten? Da wurde dieser Vers geoffenbart. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Und es ist nicht Allah, der euren Glauben verloren gehen lässt. Dies gilt als Beruhigung bzw. als Bestätigung, dass ihre vorherigen Pflichtgebete angenommen wurden. Dann wurde der Vers mit Kühl und Frieden für die Herzen der Gläubigen bzw. für alle Menschen beendet, wo der Erhabene sagt, إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ. Wahrlich, Allah ist gegenüber den Menschen mitleidig, barmherzig. Zu den Lehren gehört auch der feste Band zwischen der Al-Haram-Moschee in Mekka und Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem und die starke Beziehung zwischen ihnen. Denn Al-Haram-Moschee ist die erste Moschee auf der Erde und Al-Aqsa-Moschee ist die zweite. Es wurde von Abu Dharr, möge Allah auf ihm Wohlgefallen finden, überliefert, dass er den Propheten, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, fragte, O Gesandter Allahs, welche Moschee wurde zuerst auf der Erde gebaut? Er erwiderte, Al-Haram-Moschee. Abu Dharr fragte weiter, welche wurde danach gebaut? Der Prophet sagte, Al-Aqsa-Moschee. Da fragte Abu Dharr, wie lange hat es zwischen ihnen gedauert? Der Prophet sagte, 40 Jahre. Wenn aber die Zeit des Pflichtgebets kommt, wo du auch immer außer ihr bist, so verrichte das Pflichtgebet. Die Änderung der Gebetsrichtung band die zwei Moscheen miteinander, genauso wie die Nachtreise und der Aufstieg in die Himmelssphären sie band. Der Erhabene sagt, preis sei dem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte, deren Umgebung wir gesegnet haben, reise ließ, damit wir ihm etwas von unseren Zeichen zeigen. Er ist ja der Allhörende, der Allsehende. Daher müssen wir beide Moscheen schützen und sie nicht nachlässigen, denn sie ein anvertrautes Gut bei allen Muslimen bis zum Tag der Auferstehung. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Brüder im Islam, das Leben des Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, zeichnete sich in all seinen Phasen durch die Positivität aus. Als er 15 Jahre alt war, bezeugte er Hilf al-Fudul, Funkreichstimmen, das sich im Haus von Abdullah ibn Jada'an stattfand, indem sie sich darüber vereinbarten und das Abkommen schlossen, jedem Unterdrückten inner- bzw. außerhalb von Mekka zu helfen, bis er sein Anrecht erhält. In seinem 35. Lebensalter nahm der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, an Renovierung der Al-Kaaba teil, als er Stein auf seinen Schultern trug und beendete den Streit zwischen den Quraysh-Stämmen darüber, wer die Ehre erfreut, den schwarzen Stein zu stellen, indem sie der Meinung des Propheten, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, folgten. Nach seinem Prophetentum stellte der Prophet, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, ein Vorbild dar, indem er am Ausgraben des Grabens mit seinen Gefährten teilnahm. Der Prophet, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, spornte seinen Gefährten immer zur Positivität an und warnte vor der Passivität, indem er sagte, keiner von euch darf Mitläufer sein und sagen, ich bin mit dem Menschen. Wenn sie gut tun, tue ich, und wenn sie Schlechtes tun, so bin ich. Die Positivität bedeutet,
dass sich jeder Mensch für seine Religion und sein Land verantwortlich fühlt. Die Liebe eines Menschen zu seiner Heimat beschränkt sich nicht auf Emotionen oder Gefühle, sondern muss im Verhalten und Handeln umgesetzt werden. Die positive Person ist die Person, die mit den Problemen ihrer Gesellschaft interagiert und alles beeinflusst, was nützlich ist. Es besteht daran kein Zweifel, dass einer der Aspekte der Positivität die ernsthafte Teilnahme an allem ist, was der Gesellschaft dient und zum Aufbau von Staaten und zur Wahrung ihrer Sicherheit bzw. Stabilität und ihres Fortschritts führt, sei es durch ihre Verteidigung bzw. durch Arbeit und Geschichtlichkeit und Meisterschaft oder durch die Solidarität und das Mitgefühl zwischen den Söhnen einer Nation. O Allah, lass uns zu denjenigen gehören, die auf das Wort hören und dann dem Besten davon folgen. Das sind diejenigen, die Allah recht leitet, und das sind diejenigen, die Verstand besitzen.